Hallo, hallo. Hallo, hallo. Willkommen zum nächsten Tutorial. Heute befassen wir uns mit Tabellen, sowohl im LibreOffice Calc, das ist dem Tabellenkalkulationsprogramm, vergleichbar mit Microsoft Office Excel, als auch im LibreOffice Writer, das vergleichbar ist mit Word. Ich habe hier schon total anonym eine Tabelle, die ich zugeschickt bekommen habe. Die sieht jetzt auf den ersten Blick mal gut aus. Ich habe hier drüben eine Spalte und hier eine Spalte. Und ich habe hier da auch diese kleinen grauen Linien. Hier ist ja sehr übersichtlich, ist ja kein Problem. So, Problem Nummer 1, diese kleinen grauen Linien hier wären jetzt bei einem Ausdruck noch gar nicht zu sehen. Grau heißt nämlich, da ist theoretisch die Zelle, aber das ist nicht das gleiche wie der Rahmen, der gedruckt wird. Im Moment würden diese Wörter jetzt komplett frei auf dem Blatt Papier stehen. Wenn ich jetzt aber hier ein Gitter hinzufüge, so, hier oben kann ich Rahmen dazufügen, alle Gitternetzlinien. Dann sieht man schon das Problem, hier laufen nämlich jetzt auf einmal lauter senkrechte schwarze Linien durch. Das ist doof. Noch dazu brauche ich hier in der Mitte das ganze Zeug überhaupt nicht. Das ist eigentlich sinnlos. Wenn ich das jetzt wegmachen möchte, muss ich die Spalten markieren. Spalten markiere ich, indem ich oben die Buchstaben auswähle. So zum Beispiel. Entsprechend Zeilen markiere ich, indem ich seitlich die Zahlen auswähle. Wir markieren also die Spalten B bis E und gehen hier oben auf Spalten löschen. Zack, schon sind sie weg. Jetzt habe ich hier drüben lauter rote Pfeile. Die zeigen mir an, dass der Text größer ist als die Zelle. Das heißt, dass der Text hier noch weitergeht nach dem Pfeil. Die Zelle kann ich aber ganz einfach breiter machen. So breit in etwa. Ja, ein bisschen weniger reicht sogar. So breit reicht. Und schon passt alles rein. Und ich habe keine Querlinie drin. Ich könnte jetzt sogar noch Zeilenumbruch einstellen. Das mache ich in dem Tutorial jetzt nicht. Das brauchen wir auch hier nicht, weil es eigentlich sinnvoll ist, die Sachen nebeneinander zu haben. Die Spalte B muss ich auch breiter machen. Hier sehe ich sogar, wie breit, weil in der Spalte C nichts mehr steht. So, jetzt kann ich sogar noch fundamental werden und hier die Rahmen wieder wegmachen. Und dafür hier in der Spalte, die seitlichen Rahmen sind sogar noch da. So, jetzt werden wirklich nur noch die Rahmenlinien gedruckt, die wir brauchen. Und der Schönheit halber kann ich noch diese Zelle hier oben, diese beiden Zellen, A1 und B1, kann ich miteinander verbinden. Und habe eine schöne Tabelle, die sehr übersichtlich ist und wo alles reinpasst und alles sichtbar ist. Wenn ich jetzt im Writer eine Tabelle machen möchte, ist die einfachste Art, ich markiere hier alles. Kopiere es, gehe in den Writer und füge es ein. Warum sollte ich sowas tun? Ganz einfach, im Writer habe ich mehr Handhabe darüber, wie das Layout meiner Seite gemacht ist. Ich kann die Tabelle nach unten schicken, ich könnte hier oben noch eine Überschrift reinschreiben, ich kann hier noch alle Arten von grafischen Formen, Textfeldern, Illustrationsbildern und so weiter einfügen und habe mit relativ wenig Know-how ganz guten Einfluss darauf, was ich mit meiner Tabelle mache. Entsprechend brauche ich eigentlich Calc für diese Art von Tabelle gar nicht. Ich kann nämlich hier einfach direkt auf Tabelle, Tabelle einfügen gehen oder auch auf Einfügen, Zeilen, wenn ich schon eine Tabelle habe. Ich gehe jetzt also auf Tabelle einfügen und gebe jetzt an, wie viele Spalten ich möchte. Das sind 2 und Zeilen brauchen wir 27 zum Beispiel. Ich kann jetzt auch erstmal nur 4 nehmen. So, ich könnte jetzt eine Überschrift mit Kopfzeile auf der nächsten Seite und so weiter machen. Das ist manchmal sinnvoll. Ich zeige es euch mal einfach. Nachdem wir ja auch viele Zeilen haben, kann es sich lohnen. Dann machen wir doch mal gleich 50 Zeilen. So, Umrandungen wollen wir. Wir wollen ja, dass man sieht, wo eine Zelle aufhört und die nächste anfängt. Ich kann der Tabelle sogar direkt einen Namen geben. In dem Fall heißt die Tabelle O-Guichet. Mit Leerzeichen. Ah, nee, okay. Dann nennen wir sie Vokabulär. Einfügen. So, diese Kopfzeile kann ich wieder verbinden. Das geht hier unten. Zellen verbinden,
So, und dann kann ich hier ganz normal, wie man das kennt, Wörter reinschreiben. Ich kann auch mit den Pfeiltasten navigieren oder mit der Tabulatortaste in die jeweils nächste Spalte springen. Wenn ich nochmal Tabulatortaste mache, bin ich in der nächsten Zeile wieder in der linken Spalte. Das heißt, so, Vorsicht, nicht auf Enter, Enter geht nicht, auf Tabulator und dann geht es immer weiter. Ich gebe jetzt hier nur einfach Klacker die Klack rein, das brauchen wir nicht. Und wie man sieht, diese erste Zelle hier oben, einschließlich sogar, dass ich die verbunden habe, wird hier auf der nächsten Seite wieder angezeigt, was eine extrem praktische Funktion vom Writer ist, weil ich damit natürlich, wenn ich jetzt möchte, dass ich das anderen mitgebe, sicherstelle, dass die auch das zweite und dritte und vierte Blatt richtig zuordnen können und auch wissen, was das für eine Tabelle war. Das führt uns natürlich abschließend zu der Frage, wofür habe ich eigentlich die Tabellen in Kalk? Ganz einfach. Ich gehe mal einfach hier unten auf die nächste Tabelle, das ist jetzt im gleichen Dokument. Steuerung N öffnet eine komplett neue Datei mit erstmal nur einer Tabelle. Kalk brauche ich, wie der Name ja schon sagt, eigentlich zum Kalkulieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier beliebige Zahlen reinmache, habe ich jetzt mit Kalk zum Beispiel die Möglichkeit, eine Summe reinzumachen. Automatisch die Summe aller Felder darüber oder aller Felder rechts davon und es rechnet es mir aus. Oder ich kann sogar eine komplexe Formel einfügen. Das ist dann wirklich was, wo die Regel RTFM gilt, wo man sich wirklich einlesen muss, was bedeuten die verschiedenen Formeln. Etwas leichter und für dieses Tutorial zu machen, ist, indem ich einfach die Formel von Hand reinschreibe. Das ist gleich, sagt dem Computer jeweils, dass er was machen soll. Dann ist die einfachste Art, ich klicke auf eine Zelle, dann sagt er, ich nehme den Wert dieser Zelle. Hier oben sieht man noch schön, was ich geschrieben habe, in der Eingabezeile. Das Sternchen bedeutet mal nehmen, zum Beispiel mal diese Zelle. Der Schrägstrich, der über der 7 oder einem Zahlenfeld ganz oben ist, bedeutet teilen. Diese Zelle. Plus bedeutet Plus. Ich kann auch einfach direkt eine Zahl einfügen. Und Minus bedeutet Minus, ist auch klar. So, und wenn ich dann mit meiner Formel zufrieden bin, ich kann sowohl Zellen eingeben, also den Wert, der jeweils in der Zelle steht, als auch absolute Zahlen. Dann gehe ich auf Enter und habe hier mein Ergebnis. Ich zoome es mal ein bisschen ran, dass man es besser sieht. So. Das Spannende daran ist, wenn ich jetzt hier einen Wert ändere, ändert sich auch jeweils das Ergebnis hier und hier. Das ist der Grund, warum ich mir diese Mühe mache. Es gibt weitere tolle Funktionen. So, ich habe jetzt keinen Bock, bis 25 die Zahlen einzeln einzugeben. Ich markiere diese drei Zellen und hier unten erscheint ein kleines schwarzes Viereck. Wenn ich mit der Maus drüber fahre, wird mein Mauszeiger zu einem kleinen Kreuz. Jetzt kann ich ziehen und der Computer ist schlau genug, sich zu denken, wenn ich 1, 2, 3 gezählt habe, dann möchte ich wahrscheinlich in einzelnen Schritten weiterzählen. Ab einer gewissen Komplexität schafft er es nicht mehr. Da hilft es dann eventuell eine Formel zu machen. Zum Beispiel hätte ich jetzt 2, 5, 8. Jemand erkannt? Ich habe immer 3 dazu gerechnet. Könnte ich jetzt machen, ist gleich. Jeweils die Zelle oben drüber, plus 3. Ich nehme nur diese Zelle und verlängere sie nach unten. Und siehe da, er rechnet es mir aus. Er hat nämlich jetzt jeweils hier die Zahl angepasst. Das heißt, wenn ich das eine Zeile nach unten gezogen habe, hat es auch die Bezugszelle eine Zeile nach unten gezogen. Ich kann noch mehr machen. Januar. Was wird hier wohl erscheinen? Ganz klar der Februar. Was er auch kann, sind Wochentage. Ich könnte jetzt also für einen Stundenplan, auch durchaus, oder für einen Kalender, hier einfach die Wochentage rüberziehen.
Das ist die eigentliche Funktion von Kalk. Für alles, was reines Aufschreiben ist, empfehle ich persönlich den Writer, weil man hier einfach mehr Einfluss auf das Aussehen der Tabelle hat oder mit einfacheren Mitteln und mit gewohnten Mitteln. Oder natürlich Impress. Bei Impress bitte darauf achten, mehr als 3 Spalten und 4 Zeilen machen auf einer Folie in der Regel keinen Sinn. Ansonsten funktioniert Impress fast so wie die Tabelle im Writer. Und Kalk wird interessant, wenn wir tatsächlich dem Computer auch einen Teil des Denkens überlassen wollen. Das war's mit diesem Tutorial. Ich denke, damit haben wir alle Basics soweit abgedeckt. Ich wünsche viel Spaß mit LibreOffice.